Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren gerade rüber ins Außenlager mit meinem 124er Cabrio und holen den W210 E55 AMG 4MATIC ab. Freut euch drauf, weil das ist mal richtig geil. Mein Lieblingsauto. Jetzt gibt es ja, glaube ich, sogar ein Stück Geschichte hier. Guck mal, JP Motors. An der Tür steht noch JP Motors, ne? Ja, so sieht das noch aus. Soll ich mal was dazu erzählen zu JP Motors? Auf jeden Fall, glaube ich. JP Motors, das war mal meine frühere Firma. Das war mal ein bisschen unglücklich, weil JP Motors war mal ganz klein. Hier in der Garage hat alles angefangen. Ja, hier habe ich mir mal überlegt, Mensch, pass auf, Pierre, du machst dich selbstständig. Ja, ich war hier schön am Schrauben, habe mir das hier fertig gemacht. Das Gebäude, kannst du auch was zu sagen, Lukas? Ja. Haben wir im Prinzip zusammen gemauert, ne? Stimmt, genau. Ja. Mit einem Kumpel, schöne Grüße an Nick. Bei minus 10 Grad? Nein, nicht bei minus 10 Grad, gefühlt minus 10 Grad, war aber wirklich um Frostpunkt drumherum haben wir das hier wirklich gemauert. Und ja, Stein auf Stein, alles selber gemacht. Die Fliesen habe ich hier selber reingelegt. Ja, die Wände habe ich nicht selber verputzt, aber tatsächlich echt alles selber gemauert. Fenster selber eingebaut. Beleuchtung alles selber gemacht. Decke habe ich noch mit einer abgerissenen Sehne Rigipsplatten drunter geschraubt und so hat es angefangen. Ja, und dann war ich hier am Gange, habe schön hier am Auto geschraubt, dann kam der Nachbar, Pierre, kannst du mal? Und ich habe dieses Problem. Ich habe gesagt, so irgendwie wäre das ja hier alles Schwarzarbeit. Weißt du was? Meldest du einfach mal ein Kleingewerbe an. Ja, aus diesem Kleingewerbe ist das geworden, was es heute ist, ein Stück größeres Unternehmen. Ja. Und ja, das ist im Prinzip die Geschichte. Ne? Wie gesagt, hier drin, ich habe immer eine Krise gekriegt. Hier stand früher alles voll Werkbänken. Wenn du an mehr als zwei Autos geschraubt hast, dann sah es ungefähr so aus wie jetzt. Alles ist durcheinander, keine Ordnung drin und ja, war nicht einfach, ne? Wenn man keinen Platz hat, um was wegzulegen. So ähnlich wie jetzt bei uns im Betrieb. Ja, wir platzen ja jetzt schon wieder aus allen Nähten drüben. Gut, deswegen sind wir nicht hier. Wir sind wegen dem 210er hier. Ja, hier drüben kannst du auch einmal hinfilmen. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. M156 Performance, also C63 M156 Performance Package und da machen wir auch noch ein bisschen was zu. Jetzt geht es aber um den schönen 210er. Eigentlich, was heißt eigentlich? Ihr habt es ja schon auch ein paar Mal gesagt, mein Lieblingsauto, ne Lukas? Ich glaube ja, genau. Jetzt wollte man unbedingt mal zeigen. Ne? Und vor allen Dingen, der steht jetzt hier, ich habe eben gerade das Batterieerhaltungsladegerät abgeklemmt, der steht jetzt hier schon locker, unbewegt, anderthalb Jahre. Unbewegt. Nicht ein Meter bewegt. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal den Kurbelwellensensor ab, dass wir ein bisschen Öldruck vorpumpen können. Wollte ich gerade fragen. Ne? Ja. Müssen wir noch Öldruck pumpen. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen hier, können wir den Wagen... Die Haubendämpfer sind auch nicht mehr so gut. Das ist vom Rumstehen geht das alles hier kaputt. Ja, hier oben ist noch ein 124er. Ja, das ist von Schwiegervater der Wagen. Wir können uns halt auch von nichts trennen. Ne? Ja. Könnt ihr übrigens auch mal einen Kommentar in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal sowas sehen wollt. Hier steht auch noch mein Moped, meine 450er Supermoto. Hier meine Zündack Bergsteiger steht hier auch noch. Und ja, aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dazu was sehen wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Bin ich euch auch nicht böse. So, Kurbelwellensensor drankommen ist hier immer eine kleine Katastrophe. Eigentlich muss man den Deckel immer runternehmen. Ah, man könnte ihn ja auch einfach so starten. Nein! Komme ich hier wieder mit extra Wurst. Das fragen nämlich auch immer viele Leute. Wir kriegen oft auch E-Mail-Anfragen. Mein Auto ist eingewintert. Was mache ich denn, wenn ich ihn starten soll? Oder wenn ich ihn aus dem Winterschlaf hole? Soll man Öldruck pumpen oder nicht? Ja, tendenziell eigentlich nein. Aber der hat ja jetzt hier anderthalb, vielleicht sogar zwei Jahre gestanden. Ne? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da rankomme. Hier. Ich muss da schon reinkrabbeln hier. Wie willst du dem Kunden denn das jetzt hier erklären, wo er da hingreifen muss? Ich komme da ja selber nicht hin. Aua, aua. Oh, was für die Verstopfung, die ist dicker geworden. Oh, oh. Und Jenny fragt mich gleich wieder, was ich gemacht habe. Nur Blödsinn im Kopf. Das wird, mit dem Alter wird das gefühlt auch nicht besser. Mist. Ziehen wir den Stecker runter. Ist einfach. So, also. Wir ziehen jetzt die Einspritzdüsenstecker runter, weil es der einfachere Weg ist. Theoretisch, wenn man das Handy aus der Hand legen würde, so dass wir Öldruck vorpumpen, ohne Kraftstoff einzuspritzen. Das ist der Trick. Ja? Man könnte auch die Zündung wegnehmen.
Das heißt, die Zündspulenstecker runterziehen. Halte ich aber für keine gute Idee, weil dann weiter Kraftstoff eingespritzt wird und der Cut Kraftstoff kriegt. Und das muss wirklich nicht sein. Da kann der Cut von Schaden nehmen. Ist aber auch, die Stecker gehen ja nicht gut runter, siehst du? Deswegen wollte ich den Kugelwellensensor nämlich abziehen. Weil das wäre nur ein Stecker gewesen. So ist jetzt hier 8-mal Quälerei. Da kommt es natürlich wieder schlecht dran her. Guck mal hier, da steht es tatsächlich hier. Guck mal, der wurde nämlich in Graz gebaut. Abladestelle SFT, weiß ich jetzt nicht, wofür das steht. Standort, ach keine Ahnung, Graz. Weil der Wagen wurde nämlich in Graz gebaut, weil es ja ein Allrad ist. Ja. Wie kriegen wir den jetzt noch ab hier, den letzten? Das ist nämlich der bescheidenste. Ab damit. So, und siehe da, kennt ihr noch die alten Schlüssel hier, wie groß die gewesen sind? Das ist schon mal nachgemachter, größer. Und das stimmt, ist, so ein langer, ne? Und das ist hier der, ach guck mal, Susi E55. So hieß, glaube ich, die Vorbesitzerin. Habe ich mal in Holland gekauft, den. Oder das Auto heißt Susi, ne? Das ist bestimmt Susi, genau. Ei, auch hier schon was drauf getropft. So, wir machen mal Öldruck, gucken wir mal, was passiert. Film das bloß nicht. Guck mal, was hier am Kombi-Instrument steht. Und das ist, ich hätte jetzt auch gesagt, jetzt ungelogen, ich glaube so lange. Das stimmt echt, ne? Wir haben gerade überlegt, wie lange du das machst. Der hätte jetzt hier keine Anzeige, die waren. Nein, leider nicht. Ja, natürlich auch aufpassen, dass wir den Anlasser nicht überlasten. Nicht, dass er zu warm wird und dann ist die Wicklung verschmort. So, jetzt stecken wir wieder alle Einspritzdüsen drauf. Ja, in der Werkstatt, ne? Bei uns habe ich immer Handschuhe an. Und ich hätte jetzt auch welche hier gehabt, ne? Will man mal nur kurz den Wagen aus dem Winterschlaf holen und guckt euch an hier die Pfoten. Alles verkratzt, alles dreckig, blutig hier. Ja, naja. Ich will nicht zu viel rumheulen, sonst kommt wieder Hate-Kommentare, ne? So, jetzt machen wir Luftfilter drauf. Und dann bin ich mal gespannt. Der springt bestimmt auf den Schlag an. Schon entweiht hier. Der Mercedes-Stern ist schon runtergeflogen. Wie so oft. Das passiert nicht nur bei den Kunden, das passiert auch bei meinen eigenen Autos. So, Schraubendreher muss weg, den brauche ich nicht mehr. Bevor wir den jetzt starten. Und dann unter diesem Wagen. Habe ich gerade noch gesagt. Ne? Nicht noch eine Auspuffanlage. Oh, das gibt's ja mal. Von meinem C55 Kompressor. Die muss natürlich drunter weg. Noch was? Oder? Ja, das ist die nächste illegale Auspuffanlage hier. Das ist die von meinem anderen 210er. Auch von dem E55 Kompressor 210er. So, ich gehe jetzt die Hände waschen und dann fahren wir den Wagen hier raus. Durchstand hatten wir gar nicht geguckt, aber solange wie jetzt hier ein Tropfen dran ist, guck mal, hier, guck mal. Da siehst du, dass wir richtig Öldruck vorgepumpt haben. Weil jetzt, normalerweise, wenn die stehen, sind die ja über maximal. Das weißt du ja, ne? Mhm. So, jetzt ist er genau bei halb. Da tropft schon der Tropfen ab. Ah ja, ist ja nur mein Garagenboden. Theoretisch ist das hier nicht Abstelllager, sondern praktisch wäre das, oder theoretisch wäre das meine private Garage. So, was sagst du? Klar. Auf einen Schlag? Safe. Safe, ne? Bevor wir jetzt den Gang einlegen, lassen wir den mal ein paar Sekunden laufen, dass die Getriebeölpumpe auch erstmal wieder ein bisschen Druck aufbauen kann, ne? Natürlich auch hier wieder einen adäquaten Reifenluftdruckprüfer. Muss ja sein. Also hier hat er mal Luft verloren. Übrigens, schöne 18 Zoll Felgen. Ne? Oh, hier, guck mal. Aber hallo, weil ich zum Abstellen hatte ich glaube ich 3 Bar drauf gemacht. 2,7 Bar.
Gar nicht so schlecht. Es war ein Stück zu viel, aber damit fahren wir jetzt erstmal. Was hast du im Kofferraum eigentlich hier? Ah, Mensch, das wollt ihr noch rausnehmen. So bloß vorsichtig. Ja, die nehmen wir auch noch raus. CLK DTM-Felgen. Neue, fast neue. Ne? Vordere, hintere. Ne? Mit den seltenen Deckeln hier, guck mal. Aluminiumdeckel. Ne, die müssen wir noch rausnehmen, Lukas, das hilft nichts. Guck mal, noch ein Stern. Ja, sehr cool, ne? Fehlt eigentlich noch bei uns in der Sammlung hier. Ja, herzlich willkommen in meinem echt Lieblingsauto und wirklich auch reichhaltig ausgestattet. Ich würde sagen, wir fahren mal zum schönen Punkt. Wir sind jetzt gerade bei uns aus dem Dorf rausgefahren. Ich wohne ganz ländlich, kannst ja hier einmal so im Kreis filmen, Lukas. In das schöne Weserbergland. Ja, da kriegt jetzt jeder, der jetzt zuguckt, kriegt jetzt erstmal einen Tag Urlaub abgezogen. Hat immer mein Ex-Chef gesagt, wenn wir schöne Rundreisen gemacht sind. Jetzt kriegst du erstmal einen Tag Urlaub abgezogen. Aber jetzt bin ich der Chef. Heute kriegst du einen Tag Urlaub abgezogen, Lukas. Nein, also Spaß beiseite. Ist echt mein Lieblingsauto. Und ja, wirklich reichhaltig ausgestattet. Lukas hat gerade erst festgestellt, so, boah, der hatte ja doch noch Sitzbelüftung und Sitzheizung. Ja, aber selbstverständlich. Standard-Radiosender bei uns im norddeutschen Raum, ne? Gerade hier bei so einem Opa-Auto, weil ist ja ein langsamer E55. Ich schimpfe immer, wo die ganzen Waschmarken hin sind. Ich habe gerade ganz viele wiederentdeckt. Vielen Gruß an den Waschanlagenbesitzer, der mich auch immer fragt, Mensch, wo lasst du eigentlich immer die Waschmarken? Hast du es gesehen hier eben gerade? Standheizung. Hätten wir vorhin auch laufen lassen können. Habe ich regelmäßig gemacht. Was quietschen die eigentlich immer? Dein Sitz quietscht, ne? Hier, Garagentoröffner hat der Wagen hier. Ja, Lingo Altronic hat er nicht gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gegeben hat. Ja, ist ja noch, wie gesagt, ein Zwidder-Modell. Ne? Ist noch keine ME 2.8 Motorsteuerung verbaut, sondern ME 2.0. Elektrisch verstellbare Sitze, elektrisch verstellbares Lenkrad hier. Ne? Standardprogramm damals gewesen. ESP-Programm, Stabilisationsfehler. Ja, wir müssen noch einmal links, rechts lenken. Ja, ich würde sagen, wir filmen den mal von außen. Oh, eine kleine Probefahrt. Kannst mal zeigen, wie unruhig dieser Wagen läuft, weil er jetzt die ganze Zeit auf den Rädern gestanden hat. Ah, ich glaube, es kommt gar nicht so gut zu. Doch. Nein, man hört vielleicht die Vibration. Ja, ne? Genau, es vibriert ein bisschen. Nicht schlimm, wir fahren jetzt ein paar Meter und brauche halt eigentlich mal ein paar neue Reifen. Ja. Ist tatsächlich unser Hochzeitslied von mir und meiner Frau. Ja, und das in dem Auto ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt zeig nochmal den Kilometerstand. Ist auch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ja, ESP an, voll das gute Zeichen. 210.000 Kilometer. Wo sitzen wir hier? Im 210er. So, wenn ihr das habt hier mit dem ESP, ne, bei den Fahrzeugen. Einmal ganz rechts lenken. Einmal ganz links lenken. Und dann geht das eigentlich, wenn er dann, einmal losfahrt, geht das eigentlich aus. Aber auch nur eigentlich. Ist so, müssen wir einmal mit dem Tester dran. Überhaupt nicht schlimm. Ich liebe dieses Auto. Lukas sagte eben gerade, Pierre, beton doch mal, wie selten ist dieses Auto? Das Auto ist brutal selten. Weil, ihr glaubt mir das wahrscheinlich wieder nicht, es sind ja so viele Skeptiker unter euch und ich schreibe mir immer fleißig in die Kommentare, wie so Hate-Kommentare. Ah, wir fahren hier gerade aus. Ich beweise euch das. Das war nämlich genau mit dem Arteon, hätte ich bei dem Arteon mit der Leasingrate das nicht eingeblendet, dann hätte ich ja wieder als Lügner dagestanden. Aber wir spielen immer mit offenen Karten. Ich zeige euch ein amtliches Dokument, können wir auch hier zumachen, Lukas, vom Kraftfahrtbundesamt, wie viele es von diesen Fahrzeugen noch zugelassen gibt. So machen wir das. Eine Minute, 37 Sekunden später. Was ist los? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas hat sich komisch angehört. Ja, irgendwie schon, ne? Das hört sich nicht gut an. Aber ich sehe auch nichts unter dem Auto. Jetzt haben wir noch 500 Meter bis in die Werkstatt. Werden wir wohl noch schaffen, ne? Aber das Positive ist, hört sich echt übel an, ne? Mhm. Unsere ESP- und ABS-Lampe ist aus. Jetzt haben wir nur noch Scheibenwischwasser als Fehlermeldung. Boah. Voll übel. Ihr hört die Geräusche, ne? Also, das ist das, was ich euch jetzt nicht erzählt habe, ne? Ich habe diesen Wagen weggestellt, weil ich weiß, dass die Hinterachse korrodiert ist. So Mercedes-Raumlenker-Hinterachsen-Problem. Und
Eigentlich war die Idee, die Hinterachse zu erneuern, bevor ich das nächste Mal fahre. Das wird immer schlimmer, ne? Ja, und ich glaube, jetzt ist es weg und beim Bremsen wird es lauter. Ich glaube, da ist die Zugstrebe abgerissen, außer Hinterachse. Eieiei. Gleich haben wir es geschafft. 200 Meter noch. Junge, ich weiß schon, warum ich die Hinterachse wechseln wollte. So, jetzt gucken wir mal hier. Boah, hier, guck, das dachte ich wäre abgerissen. Ach du Sch... Ah, ich dreh durch! Guck mal, die Felge! Was ist denn das? Wow, das waren die Geräusche gerade. Ist aber schlimmer geworden, ne? Wow. Wie schlimmer geworden? Das Geräusch, ja. Ja, ja, klar. Der Stoßdämpfer. Jo, der Stoßdämpfer war es. Guck mal, hier. Der Stoßdämpfer ist abgerissen oben. Oh, ich drehe durch, mein schönes Auto. Ungeplanter Content hier. Ja, weißt du, wie selten die Felgen sind? Wow, und weißt du, wie gefährlich das ist? Guck mal. Die schönen 18 Zoll. Ich glaube, wir brauchen einen Felgenaufbereiter. Ja, also, wenn unter euch ein Felgenaufbereiter ist, der das hier schön glanz drehen kann, der kann sich gerne mehr melden. Oh, nee. Dieses schöne Auto. Ja, und dann zeige ich euch gleich noch mit eins der größten Probleme vom 210er. Weil, so, pass auf, machen wir es mal krass. So, ja, das war eigentlich der ursprüngliche Plan, weil, guckt es euch an. Hier, Blätterteig vom Herrn. Da, seht ihr, ne? Brauche ich nicht weiter dramatisieren hier. Alles Blätterteig. W210 Hinterachse, ne? Ich habe zwei neue, werksneue, komplette Hinterachsen noch liegen. Und eine war für diesen Wagen bestimmt. Ja, Stoßdämpfer hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Vollkatastrophe. Nichtsdestotrotz, wir machen hier eine schöne Fahrzeugvorstellung draußen, damit ihr mal seht, warum ich dieses Auto so liebe. So, jetzt zum Technikcheck von dem E55 AMG 4MATIC. So, das ist ja ein S210, was eine Kombi-Limousine ist. Ich habe euch mal, um einen Vergleich herzustellen, ein E55 Heckantrieb hier hingestellt, damit wir einfach mal, ja, damit ich besser zeigen kann, wo wirklich die Unterschiede sind. Lukas, geh mal auf die Position, dann seht ihr schon als allererstes, dass trotz AMG hier die Radfreiheit gegenüber dem normalen E55 etwas größer ist. Das sind in etwa, oder das sollten, circa 2 cm sein. Der Bremssattel ist aufgrund des Allrads ein bisschen nach vorne verlagert. Daran erkennt man das. Das sind so ein bisschen eigentlich die äußerlichen Merkmale. Was man noch sonst sehr schnell sieht, auch von außen, wenn man ins Auto guckt, hier sind die ganz normalen, trotz dass es ein AMG ist, die ganz normalen E-Klasse-Sitze eingebaut für die 4MATIC-Modelle. Weil, wenn ihr euch mal die AMG-Sitze anguckt, gehen wir mal hier rüber. Sorry für den Wind übrigens. Ne? Ja, dann haben wir hier richtige AMG-Sitze. Ja, die sind etwas anders geformt, haben auch eine andere Lederqualität. Das ist das AMG-Leder. Ja? Also theoretisch ist das ein AMG, nicht AMG, wenn man es so sieht. So, dann sieht man das auch. Lukas, geh mal auf die Beifahrerseite, dann zeige ich das mal. Dann sieht man, dass das auch ein AMG ist. Hier an dieser Ausformung für den Allradantrieb. Ja, den gibt es natürlich bei dem normalen. Jetzt gehen wir wieder rüber zum anderen. Normalen E55 nicht. Oh, hier ist das Kennzeichen gemacht. Ne? Also hier haben wir keine Ausbeulung. Ja, völliges Hin und Her mit diesem ganzen Kardantunnel. So, jetzt hatte ich euch versprochen, ich wollte euch noch zeigen, wie viel Stückzahlen es hier so wirklich von gegeben hat. Weil man munkelte immer, man liest was im Internet von 15 Stück. 15 Stück kann nicht so ganz sein. Ich glaube, es waren tatsächlich nur 15 Stück auf dem deutschen Markt, weil ich habe mal beim Kraftfahrtbundesamt angefragt, am 5. Oktober 2017. Ja, das war so ungefähr, so das Datum hatte ich den Wagen gekauft. So, 07, also das sind die Schlüsselnummern. 0710, ja, der Wagen hat extra Schlüsselnummern. Und dann im Prinzip Typschlüsselnummer ist das 454. Und da gab es am 1. Januar 2017 noch 9 Stück. Also zugelassen, 9 Stück. Da zählt der ja nicht mit zu, weil in dem Moment war der nicht zugelassen tatsächlich. Also waren es zu dem Zeitpunkt 10 gemeldete Fahrzeuge. Also schon ziemlich, ziemlich selten. Ja, jetzt eigentlich ganz interessant. Ich war immer der Meinung, das wäre so ziemlich mit einer der erste, vielleicht sogar
der erste E55 Allrad. Ja, beziehungsweise der erste Allrad AMG. Weil vorher hat es ja noch nie so richtig einen Allrad AMG gegeben. Aber, ja, ihr erinnert euch vielleicht an unser Video. Wir haben wahrscheinlich den ersten Allrad AMG, weil der steht ja auch noch hier. Ja, also falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet, schaut euch mal das Video von dem schönen Wagen bei uns auf dem Kanal an. So, jetzt noch was hierzu. Viele von euch haben vielleicht schon gesehen, dass es die Farbe so als solches gar nicht gegeben hat. Die Farbe wurde extra, und das steht auch in der Datenkarte drin, da können wir euch auch gleich nochmal was zu einblenden, wurde extra, der Wagen wurde ja in Graz gebaut und der ist ja extra nach Sindelfingen gegangen, damit ihn ein ganz bestimmter Lackierer in einer ganz bestimmten Abteilung extra per Hand lackiert. Ja? Und das ist wirklich eine uralte Mercedes-Farbe. Und was auch noch kurios ist, das ist ein Avantgarde-Fahrzeug mit Klassik-Außenleisten, weil, jetzt kommen wir hierher, normalerweise ist das ja hier so eine geriffelte Optik, ja, die ist hier schon ein bisschen verblasst. Ah, hast du drauf, ne? Dass ja. Das so ein bisschen gewaffelt ist. Und das wurde hier extra so bestellt. Genauso wie, finde ich jetzt nicht unbedingt super schön, aber Avantgarde hatte ja hier immer das andere Holz, ja? Das ist ja theoretisch das Klassikholz. Hat der andere jetzt... Theoretisch hätte er dieses Holz haben müssen. Guck mal. Dieses hier. Etwas heller. Das gab es auch noch mal in Dunkel, aber... Ist jetzt so und ich finde das auch super so. Ausstattung, wie gesagt, sind wir drauf eingegangen. Sehr reichhaltig. Wir können auch noch mal im Motorraum gucken. Da steht auch, gibt es noch einen schönen Aufkleber, Lukas. Ja, natürlich nicht sauber gemacht. Ne? Also bitte keine Hate-Kommentare. Ich habe damals diesen Wagen gekauft, ja, weil ich den unglaublich fand. Aber ich hatte bis seit... 5, 6 Jahren. Ich habe keine Zeit für meine Autos. Ja, und das ist auch immer ein Riesenproblem. Und das tut mir auch immer weh. Ich würde viel gerne mal auch mal was meinen eigenen Autos machen. Werde ich auch mal in Zukunft. Aber mit euch. So, jetzt film mal hier drauf. Hier steht's. E55 4MATIC. Ja, das geht da ums Vorderachsgetriebe. Aber nur, dass ihr das mal wirklich gelesen habt. Ja, sonst im Motorraum gibt es gar nicht viel große Unterschiede. Die Cut-Anlage ist anders. Ich habe auch ein richtiges Begleitdokument. Habe ich leider zu Hause vergessen. Habe ich tatsächlich in so einem extra Ordner, habe ich extra gesichert. Da steht nochmal drin, was hier an diesem Auto alles geändert wurde. Also von der Cut-Anlage, Auspuffanlage, Bremsanlage, alles gegenüber dem Serien, jetzt muss ich überlegen, 430 4MATIC. Ja. Ich denke mal, jetzt haben wir soweit grob alles durch. Fällt dir noch was ein, worauf wir mal eingehen müssten hier bei diesem Fahrzeug, Lukas? Eigentlich nicht, nee. Ja? Probefahrt geht jetzt ja nicht mehr, leider. Probefahrt geht nicht. Wir gucken uns jetzt nochmal zusammen die Datenkarte auf dem Computer an, ja. Von Mercedes, weil das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Wir müssen uns beeilen, ne? Ist schon wieder... Oh ja, ist schon wieder 10 nach 3. Eieieiei, los, dann gucken wir noch schnell. So, wir haben das Ganze jetzt ins Mercedes-System eingegeben gehabt, haben die alte Datenkarte ausgedruckt. Tatsächlich hat die sich in der Zwischenzeit verändert, die Datenkarte. Und jetzt steht hier drin, Katastrophe, Verkaufsbezeichnung, E430 T-Modell 4MATIC. Jetzt ist das gar kein E55 AMG. Nein, Spaß beiseite, die wurden ja alle umgebaut. So, hier steht das nämlich. Dann auf der anderen Seite, Änderung durch Fahrzeug, also Änderung am Fahrzeug durch MAMG Umbau auf E55 4MATIC, technische Änderung, bla bla bla, technische Änderung und so weiter und so weiter. Ne? Auspuffanlage, Abweichen vom Serienstand und so weiter. Wie gesagt, ich habe ein ganzes Dokument darüber, was da geändert wurde. Das ist gar nicht so wenig, aber für mich eigentlich immer noch so ein bisschen, naja, man hätte sich mit dem Modell ein Stück mehr Mühe geben können, gerade so im Innenraum. Lange Rede, kurzer Sinn, ein seltenes Auto. Wirklich seltenheitswert. Ihr könnt ja mal selber bei Mobile gucken oder bei an anderen einschlägigen Plattformen, wie viele Fahrzeuge es davon wirklich gibt. Echte E55 4MATIC. Und könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Auto haltet. So, ich glaube, ich mache jetzt mal einen Termin, dass ich mal mein eigenes Fahrzeug reparieren kann. Und ja, wichtig, kommentieren und wenn es nur für den Algorithmus ist, ganz wichtig, und Glocke aktivieren und teilt mal das Video unter die 124er und 210er Freunde
Und ganz wichtig, zieht euch das andere Video von dem ersten Allrad AMG nochmal an. Also, bis dahin.